Das ist tatsächlich live in Berlin passiert. Ich bin ja öfter mal gern zum Feiern hier. Ich finde, da gibt es auch keinen besseren Ort als Berlin. Ich glaube, das war letztes Jahr vor Weihnachten. Da kam er noch hinzu, dieses Kultgetränk, was man dann immer zu sich nimmt. Und irgendwie dachte ich so an diesen alten Song Berliner, das ist die Berliner Luftklub. Und das ist also wirklich im Club so entstanden. Nachts, nicht ganz nüchtern. Ja, das hatte ich dann erst, dass ich, wie kann man das umsetzen? Das hat dann auch länger gedauert und irgendwann war es dann soweit und dann haben wir uns hingesetzt im Studio und dann haben wir das dann eigentlich relativ zügig komponiert und es ist ziemlich rough und so soll es auch sein. Also ich finde, die Nummer ist echt cool geworden und genauso, wie ich mir das mal ursprünglich vorgestellt hatte.